Guten Morgen. Das ist mir wirklich ein Nachtrag wert, weil das so gut dazu passt. IQ ist nichts, Unbildung alles. Warum? Es schrie mir heute bei Boris Reitschuster entgegen. Und zwar, ich habe tatsächlich dann nachgeschaut. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Hat doch tatsächlich unser allerwertester Professor Karl Lauterbach geschrieben auf Twitter. Schwere Covid-Erkrankungen gehen oft mit sehr deutlichen Einschränkungen der Denkfähigkeit einher. In Tagen kann das Gehirn um 20 Jahre altern. Es ist zu göttlich. Also ich habe richtig gelacht und ich dachte, nee, das nochmal. Denken heißt Kombinieren des Wissens. Ich bin in meinem Buch nochmal extra darauf eingegangen. Also denken kann ich nur, wenn ich Wissen habe. Denn das Kombinieren des Wissens ist das Denken. Wenn ich kein Wissen habe, ist das Denken sehr eingeschränkt. Eigentlich ganz einfache Zusammenhänge, wirklich tatsächlich, ja. Und jetzt soll ausgerechnet das die Denkfähigkeit. Nee, diese Leute, die hatten im Allgemeinen schon kein Denken. Denn, tja, mittlerweile greifen ja auch entsprechende Erkrankungen um sich, die aufgrund von Impfungen passieren oder sonstigen Dingen. Also, ich nenne das natürlich Auslese oder sonst was. Ja, früher war das anders, da wurden die ausgesondert oder haben sich selber ausgesondert, die zu dumm waren. Richtig dumm. Oder keine Lust hatten, etwas zu lernen. Und man muss es nun mal lernen, denn Wissen geht nicht einfach so. Das kommt nicht von irgendwo her. Klar, Wissen kann man aufgrund von Erfahrungen sammeln. Aber nochmal schnell zu den kleinen Kindern. Die kleinen Kinder haben noch keine Erfahrung, also müssen sie das Wissen entsprechend dargereicht bekommen und müssen das lernen. Und viel Wissen, egal auf welchem Gebiet, das bringt dann erst Denken und erst recht kreatives Denken mit sich. Also Wahnsinn. Und diese, diesen, nee, also es ist verrückt. Dieses Zitat macht mich eher lachen als weinen. Aber naja, wir wissen ja, es gibt noch genug Leute. Ne? Schließlich hat er um die fast 1 Million Follower auf Twitter. Es gibt noch genug Leute, die sprechen ihm alles nach. Naja, klar, wenn sie nichts wissen, müssen sie alles glauben. Ne? Also wer nichts weiß, muss glauben, weil er mit dem Denken, ja, da ist nicht weit her. Glauben meine ich nicht an Gott, sondern Glauben als wahr hinnehmen, was ein anderer da so erzählt. Naja, gut, okay. Leute, haltet euch aber zurück mit den Kommentaren. Das ist wirklich, wirklich entsprechend gefährlich für den Kanal, sowas. Ich muss dann ganz rigoros löschen. Schimpft nicht auf dem Kerl rum. Er kann ja nichts dafür, ne? Das hat ja was mit Wissen zu tun und mit. Und ne, unterstellen wir dem Minister, dass er einen ganz hohen IQ hätte. Tun wir mal so. Aber dann hat er bestimmte Dinge einfach entweder nicht gelernt, lernen wollen, oder er weiß er einfach nicht, dann sonst würde er nicht so ein Zeug erzählen. Oder ist das vielleicht böse Absicht? Also wie gesagt, einschränken bei den Kommentaren, nett bleiben, sehr sachlich, sachbezogen, also auf Fakten bezogen schreiben, dann ist das alles in Ordnung. Wie gesagt, Mathe und Physik wird gerade jetzt in Zeiten der Prüfungsvorbereitung ganz besonders stark genutzt. Da wäre es schade drum, dass wir den Schülern dieses Wissen dann verwehren. Also Nachtrag 70, das war es mir wert. Habt einen schönen Sonntag und lacht eigentlich nur über diesen Kram. Es ist wirklich zum Lachen, nicht zum Weinen. Es ist eher zum Lachen. Na dann, alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.